willkommen zu einem neuen Video. Ihr hört, es ist Frühling, im Hintergrund brüllen die Vögel. Ja, ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch ein neues Bastelprojekt mit Papier mitgebracht. So, ganz was Besonderes, und zwar gibt es hier ein Geburtstagsgeschenk zu einem 80. Geburtstag. Nicht nur irgendein 80. Geburtstag, sondern von meiner Schwiegermama. Und ja, das ist ja immer so, was schenkt man Leuten, die schon ganz viel haben? Auf jeden Fall irgendwas Schönes von Herzen, was Selbstgemachtes. Und ich denke und hoffe, dass sie sich darüber freuen wird. Wir haben uns in der Familie ein bisschen Gedanken gemacht und schenken ihr, mal abgesehen von dieser kleinen süßen Kiste, noch einen schönen Ausflug. Und ja, da möchte ich euch mal zeigen, was ich daraus gemacht habe. Also erstmal habe ich eine schöne alte Kiste recycelt und mit altdeutscher Schrift aus einem, ich habe ein Goethe-Buch massakriert, man möge es mir verzeihen. Das habe ich übrigens auch doppelt. Also jetzt nicht mehr, jetzt habe ich es nur noch einmal. Und habe das schön auseinandergenommen, die Seiten, die Ränder distressed und dann hier wild auf diese Kiste geklebt. Ihr findet dann noch eine Schicht mit Mod Podge Antique Cover. Ja, und natürlich hier Stamperia Die Cuts und schönes Seidenpapier geknüllt. Das ist furchtbar hart. Also leicht nachgiebig, aber man kann da wirklich alles mitmachen, rüberrubbeln. Und es hält. Ja, dazu, ihr seht es auch, Gilding Wax, ganz klar. Ohne das geht es ja nicht. Hier ist eine kleine Öffnungshilfe. So, was man hier drin findet, ist natürlich wieder alles schön mit Mod Podge gecovert, dass es schön hart ist. Und naja, so eine Kiste kann man natürlich immer weiter benutzen. Ne? Sei es Muscheln, Briefmarken drin sammeln oder vielleicht Briefe, die man irgendwie bekommen hat. Die ist nämlich relativ groß, die hat fast DIN A4. War übrigens eine alte Schokoladenkiste. Ja, also wichtig, eine Sache, die Karte. Ohne Geburtstagskarte geht es ja nicht. Aus schönem Stamperia-Papier gemacht. Hier habe ich jetzt natürlich unseren Namen abgedeckt. Ist ja nicht gleich jeder irgendwie unsere Adresse, ihr wisst, ne? Also, das ist eine Karte, die ich hier zusammengefügt habe. Und ihr seht ja hier den hübschen Stempelstreifen. Da habe ich zwei Papiere, diese 20er Papiere, zusammengesetzt. Hier mit diesem schönen Scotch-Tape, was nahezu unsichtbar ist. Also, wenn man ganz, ganz, ganz genau hinguckt, ist es so minimal glänzend. Aber ich glaube, in der Kamera sieht man das doch. Hier unten sieht man das kaum. Ja, hier habe ich die Kante einfach umgeschlagen und daraus eine kleine Tasche gemacht. Und ja, das ist dann eine weitere Seite aus diesem schönsten Brea-Block. Und auf dieser weiteren Seite habe ich dann den Gutschein für den Ausflug gemacht. So, also wir werden uns eine Zaubershow angucken. Hoffentlich eine schöne Sache, ja, genau. Hier nochmal reingeklebt und mit einem kleinen süßen, ich finde farblich auch sehr passenden Faden, geschlossen. Oh Gott, das hier vor der Kamera wieder rumzutüdeln ist wirklich schwierig, muss ich immer sagen. Schwupps, da ist es wieder zu. Und ja, diese kleinen süßen Anhänger, ich finde, es muss immer irgendwas dran bamseln. Ohne gebamselt geht das einfach nicht. Also, check. Geburtstagskarte, Gutschein. Das ist eine relativ einfache Sache, um eine wirklich schöne Karte zu basteln. Und Leute, ihr wisst ja mittlerweile, was Geburtstagskarten so kosten. Und richtig individuell sind die nicht. Einen schönen Spruch kann man auch so draufschreiben. So, was habe ich noch gemacht? Also hier erstmal die Kiste ausgelegt mit Seidenpapier. Das muss einfach knistern, das muss schön sein. Bei Insta habe ich schon ein Bild von diesem kleinen Notizbuch reingestellt. Und zwar habe ich auch das mit diesem, eigentlich dem gleichen Papier, wie ich hier benutzt habe, gemacht. Geknüttelt, ne? Schön dick geknüllt und auf dieses Cover geklebt. Ein bisschen von, ja, natürlich mit Mod Podge gehärtet und auch mit Gilding Wax drauf. Aber ich habe auch noch Gesso benutzt, weißes, ihr seht es, wenn ich näher rankomme, dass ich hier überall so ein bisschen Gesso mit drauf geschmiert habe, um es matter zu machen. Ich wollte nämlich diese rosige Oberfläche gerne haben, weil ich einfach dieses Fake Leather gefunden habe, dieses
dieses Glänzende hier. Und dazu brauchte ich eine passende Farbe. So, nun habe ich hier, an die Seite greifen, wunderschön dieses Victorian Velvet gefunden. Total gut. Passt ihr auch auf einmal. Natürlich die schönen Die-Cuts. Ja, und meine Schwiegermama mag halt sehr gerne Katzen, genauso wie wir. Und deswegen ist das ein kleines, süßes Katzennotizbuch geworden. Und ja, gucken wir doch einmal rein ins Buch. Genau, hier ist, kann man was hinterstecken. Hier habe ich einen kleinen Block gemacht. So. Das ist einfach ein kleiner Notizblock. Hier vorne seht ihr schon, mit einem Klebeband, mit so einem Gewebetape geklebt. Dann kann man das nicht richtig schick klappen, ohne dass das immer wieder so zurückschnappt. Ja, und die Notizblockseiten könnte man theoretisch, wenn man sich das traut, auch rausreißen. So, oben einfach mit einem, einer Niete zu. Von hinten sieht es natürlich auch schön aus. Ja, dazu zu sagen, meine Schwiegermama mag nicht nur Katzen, sondern auch Orchideen. Von daher habe ich dieses Cats and Orchids Papier sowas von gefeiert. Das passte zu diesem Geburtstagsgeschenk wie A auf A. Ihr wisst Bescheid. So, weiter geht's hier. Bisschen Musikpapier mit reingepackt. Und auch hier wieder eine der schönen Seiten aus dem Papierset als Cover für das eigentliche Notizbuch benutzt. So, und im ganzen Verlauf von diesem Notizbuch habe ich mir die Stempel von Funkekram geschnappt. Und hier über das ganze Buch verteilt immer kleine Kätzchen reingestempelt. Überall findet ihr kleine süße Katzenstempel. Hier noch so ein bisschen Stamperia-Papier in der Mitte. Und ich wollte einfach einen Junk-Journal-Charakter haben, ohne dass es ein komplettes Junk-Journal ist. Weil ich glaube einfach, dass ich meine Schwiegermama damit überfordert hätte, wenn es ein echtes und komplettes Junk-Journal wäre. Und nicht so was Angedeutetes, sag ich mal. Also angedeutet deshalb, ey, wir haben weißes Papier mit Pünktchen, das man vernünftig schreiben kann. Und hier und da einen kleinen, süßen Katzen- oder in diesem Fall auch Mäusestempel. Na, also wir haben ganz, ganz viel weißes Papier für Notizen, für Erinnerungen, für Einkaufszettel, was auch immer sie machen möchte. Und hier so ein bisschen Junk Journal Charakter mit dem ja, Verbandmull, was ich gefärbt habe. Und den Stamperia Papier. So, und hier hinten haben wir noch ein paar kleine Elemente, die man einfach rausnehmen kann. Da könnte sie theoretisch, habe ich ausgeschnitten, was hinterschreiben, was hinterkleben. Wie auch immer. Bleibt ihr dann überlassen. Und hier haben wir einen kleinen Mäusewitz. Ich finde, in einem Katzenjournal passt auch ein Mäusewitz-Comic. Ne? Da ist auf jeden Fall noch viel Platz, um selbst was zu machen. Und ja, nur ich denke mal, wie ich meine Schwiegermutter so kenne und einschätze, würdest du dieses Buch vielleicht eher für heilig halten und nichts reinschreiben. Ich werde sie aber bestärken, dass man da auch, sag ich mal, neue Papiere reinmachen kann, weil ihr seht, das Cover ist, oder beziehungsweise die Signaturen sind so eingebunden, dass man sie theoretisch mit viel Geschick hier wieder lösen kann. Alternativ einfach eine neue Signatur reinpacken, wenn das Buch vollgeschrieben ist. Damit mache ich immer so ein bisschen Werbung für meine Bücher, bei den Freunden, die sowas bekommen. Ich kann denen neue Signaturen machen, wenn es vollgeschrieben ist. Also bitte benutzen. So, und ja, hier ein kleines Lesezeichen, ne? Das habe ich noch vergessen. Auch wieder ein kleiner süßer Anhänger, den habe ich auch bei Funkekram gekauft. Genauso wie sehr vieles, was ich hier verarbeitet habe. Noch ganz viel Werkzeug. Lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizugucken. Und ja, Inspirationen, Ideen und super viel Spaß beim Basteln gibt es gratis dazu. So, ist natürlich wie üblich ein bisschen Arbeit reingeflossen in so ein Journal. Nur, es lohnt sich, sowas zu basteln. Es macht Spaß und auch, ich finde einfach auch das Verschenken macht Spaß. Es ist so, ja, wenn man sowas verschenkt, was einem selber so riesig Spaß gemacht hat beim Basteln und wo man einfach Freude und Spaß dran hatte und wenn man die Stunden hier am Schreibtisch verbracht hat, schöne Musik gehört und sich Stück für Stück die Ideen zusammengeklaubt hat, weil immer wenn ich bastel, dann kommen ja neue Ideen und möchten einfach irgendwie in die Welt so.
Und manchmal habe ich mir was abgeguckt, manchmal kommt es mir spontan als Idee. Ja, ich glaube, diese ganze Liebe und dieser ganze Spaß, den man dabei hat, der kommt einfach in die Werke, die man sich so zurechtbastelt. Und ich hoffe einfach auch, dass die Beschenkten ja diesen Spaß auch dann spüren, wenn sie das Geschenk in der Hand haben. Ja, und dann hoffe ich natürlich weiterhin, dass sie es benutzen. Wie ich weiß, zum Benutzen ist auch ziemlich stabil gemacht. Also hier könnte man sich auch schon mal was draufstellen, ohne dass diese Kiste darunter leidet. Ja, das war meine ja, neueste Bastelaktion. Mal herrlich, so einen Anlass zu haben wie den 80. Geburtstag, um einfach was Neues, ja, oder vielleicht auch was Altbekanntes neu zu basteln und jemanden damit zu überraschen. Gut, meine Lieben, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über ein Like. Ich freue mich auch über jeden Kommentar. Das würde ich total feiern, mal mit euch in Austausch zu gehen. Ich weiß, mein Kanal ist noch recht jung und gerade deshalb lasst uns einfach mal ein bisschen austauschen. Da geht bestimmt noch was. Habt einen schönen kreativen Basteltag. Bis demnächst in diesem Kino.